Hisense hat für 2022 neue 4K QLEDs Smart TVs auf den Markt gebracht und ich konnte in den letzten Wochen den E7H mit 50 Zoll ein wenig testen. Was der Smart TV so drauf hat und für wen sich dieses Modell lohnen könnte, erfahrt ihr in diesem Video. Und sollten dich Videos zu aktuellen Gadgets und smarter Technik interessieren, dann lass jetzt gerne ein Abo da, dann verpasst du in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr und wir schauen uns den neuen Hisense Smart TV direkt nach dem Intro etwas genauer an und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir das Video mit einem kurzen Blick in den Lieferumfang und hier ist natürlich zuallererst der E7H Smart TV mit dabei. Außerdem haben wir Standfüße aus Kunststoff und passende Schrauben, eine Fernbedienung inklusive Batterien ist mit dabei und natürlich auch eine Bedienungsanleitung. Der Aufbau und die Einrichtung des Smart TVs ist super einfach, es müssen lediglich die Füße befestigt werden. Daraufhin benötigt der Fernseher Strom und dann könnt ihr schon in der Einrichtung Wi-Fi und so weiter festlegen und dann auch schon den Fernseher benutzen. Kommen wir als nächstes zum Design und zu den Anschlüssen und das Design ist auf jeden Fall ein sehr klassisches, schwarzes, modernes Smart-TV-Design, welches man gut im Wohnzimmer oder auch im Schlafzimmer, wie ich es gemacht habe, integrieren kann. Durch die Floating-Panel-Technologie gibt es sehr schön dünne Display-Ränder, welche angenehm beim Schauen sind und für 2022 auf jeden Fall angemessen sind. Wenn wir einmal einen Blick auf die Rückseite des Smart TVs werfen, dann finden wir zahlreiche Anschlüsse, darunter 4x HDMI 2.0 inklusive HDMI ARC, außerdem einmal USB 2.0 und USB 3.0, Ethernet ist mit dabei, die 3,5 mm Klinke und natürlich auch optisch Audio. Sprechen wir als nächstes über das Betriebssystem und die Performance und das gehört meiner Meinung nach mit zu den wichtigsten Dingen bei einem Smart TV und in diesem Fall ist VIDA U5.0 OS als sehr übersichtliche Benutzeroberfläche installiert, die sich schnell und flüssig navigieren lässt. Natürlich sind die wichtigsten Apps wie zum Beispiel Netflix, Disney Plus oder auch Amazon Prime Video und YouTube vorinstalliert. Bei Bedarf kann die integrierte Alexa-Sprachsteuerung verwendet werden, um zum Beispiel durch das System zu navigieren, aber auch die Musik zu steuern oder nach dem Wetter zu fragen. Und es gibt auch einen eigenen Sprachassistenten direkt vom Fernseher, den VIDA Voice, den ihr natürlich auch verwenden könnt, um eben den Fernseher zu navigieren. Auf der Fernbedienung befinden sich zahlreiche Schnellzugrifftasten, um zum Beispiel direkt Netflix oder auch YouTube zu öffnen. Und das funktioniert auch, wenn der Fernseher ausgeschaltet ist. Das heißt, wenn ihr die YouTube-Taste drückt, dann wird auch direkt der Fernseher gestartet, inklusive der YouTube-App. Und damit wären wir jetzt auch schon beim wichtigsten Part angekommen, nämlich bei der Bildqualität. Und in diesem Fall setzt der Hisense EH7 auf QLED, welches nicht so gute Schwarzwerte hat wie ein OLED-Panel, dafür aber schön hell wird. Die 4K-Auflösung inklusive Quantum Dot Color Technologie mit über 1 Milliarde Farben und Dolby Vision HDR sorgt für ein angenehm scharfes Bild und gesättigte Farben. DTS, Virtual X und Dolby Audio bieten zusätzlich einen guten Klang, sollte man keine externen Lautsprecher verwenden wollen. Der Hisense E7H bietet unterschiedliche Modi, wenn ihr zum Beispiel einfach nur Fernsehen schauen wollt oder wenn ihr Fußball oder andere Sportarten schauen wollt. Außerdem gibt es einen Gaming-Modus, solltet ihr auf dem Fernseher mal zocken wollen. Und damit wären wir dann auch schon beim Fazit und bei Sonstiges angekommen. Und zuallererst kann ich auf jeden Fall sagen, dass wir hier einen sehr soliden Smart TV mit einer guten Auflösung bekommen, einem satten Bild und vor allem einem aufgeräumten, übersichtlichen User-Interface, welches super zuverlässig und flüssig läuft. Und das ist mit meiner Meinung nach das Wichtigste bei einem Smart TV, damit das nicht irgendwie laggt oder so oder nicht reagiert. Das ist besonders wichtig, dass das alles zuverlässig funktioniert und man eben nicht zwingend auf eine externe Setup-TV-Box wechseln muss. Der Hisense EH7 bietet zusätzlich noch ein paar weitere praktische Features, wie zum Beispiel die Bildschirmübertragung von einem Smartphone und besonders die Schnellzugriffe direkt auf der Fernbedienung finde ich im Alltag sehr praktisch. Preislich liegt der Fernseher aktuell bei etwa 550 Euro auf Amazon, was denke ich ein ziemlich guter Kurs ist, solltet ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen Smart TV sein. Übrigens ist vom 30. Mai bis zum 5. Juni die Super Brand Week und ihr könnt bei Hisense dank Cashback richtig Geld sparen. Wenn ihr zum Beispiel das 65 Zoll Modell kauft, bekommt ihr 100 Euro Cashback zurück. Entweder auf der Hisense Deutschland Seite oder bei Amazon. Schaut also gerne einmal vorbei, wenn die Aktion am 30. Mai startet. Weitere Infos findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung.
Sehr gerne könnt ihr mir jetzt eure Meinung zu diesem Smart TV oder vielleicht auch allgemein zur Marke Hisense mal unten in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr interessieren, und wenn euch dieses Video gefallen oder vielleicht sogar geholfen hat bei einer Kaufentscheidung, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Lasst jetzt gerne ein Abo da, damit ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpasst, und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.